Ja, danke schön erstmal. Danke auch, dass ihr noch, dass noch ein paar hier sind. Auf jeden Fall freue ich mich. In meinem Vortrag geht es heute um Brasilien und im Speziellen um den Prozess des Nation Buildings unter Jair Bolsonaro, ein rechtsextremer Ex-Militär in Brasilien, der nach einer langen politischen und wirtschaftlichen Krise und einem sehr polarisierten Wahlkampf seit Januar diesen Jahres Präsident Brasiliens ist. Und ich finde, das passt eigentlich sehr gut auch zu dem Vortrag vorher von Max, was nochmal so einen empirischen Fall konkret beleuchtet, und es geht bei mir sehr stark um die normative Ebene dieser Cleavages. Der Titel dieses Vortrags, Brasilien über alles, Gott über allen, das ist der Hauptslogan, den Bolsonaro in seinem Wahlkampf genutzt hat, und er stammt ursprünglich von einem Regiment der brasilianischen Fallschirmjäger, also einer Division des Militärs, bei der er auch selbst Mitglied war unter der Militärdiktatur. Und natürlich, dieses Motto Brasilien über alles erinnert gerade für deutsche Ohren auch sehr stark an die bis heute erst verbotene erste Strophe des Deutschlandlieds. Was sich da sonst noch für Verbindungen aufzeigen lassen, dazu komme ich später auf jeden Fall noch. Zu Beginn möchte ich kurz darauf eingehen, wie ich zu dem Thema gekommen bin und warum ich das so interessant finde, um danach nochmal eine knappe historische Einordnung verschiedener Konzepte des Nation Buildings, der nationalen Identitätsbildung in Brasilien vorzunehmen. Und anschließend möchte ich anhand von einigen Themen aus Bolsonaros Präsidentschaftswahlkampf dieses Phänomen Bolsonaro nochmal verständlich machen und gleichzeitig auch oft simplistischen und eurozentristischen Analysen entgegentreten, indem ich das sowohl historisch kontextualisiere, als auch in transnationale und internationale Kontexte einordne. Oft wird Bolsonaro in der westlichen Perspektive einfach mit dem gleichgesetzt, was wir bereits kennen, also was in der Peripherie passiert, also in dem Fall in Brasilien, wäre nach dieser Auffassung also nur eine Imitation oder eine Abwandlung dessen, was im Zentrum passiert, also in dem Fall in der USA. Und besonders zu Beginn der internationalen Berichterstattung über Bolsonaro wurde dabei in vielen Artikeln von Bolsonaro als Trump der Tropen gesprochen. Und diese zum Teil auch sehr kolonial gehaltenen Berichte waren einer der ersten Auslöser für meine Beschäftigung mit dem Thema. Und bevor wir uns gleich mit dem Phänomen Bolsonaro an sich nähern, möchte ich euch kurz eine kleine Übersicht über eine Geschichte des Nation Buildings in Brasilien geben. Unter Nation Building verstehe ich einen Prozess, der oft auf der nationalstaatlichen Ebene stattfindet. Dabei soll die Bevölkerung eines Staates unter einer Identität zusammengebracht werden. Also das ist das, was Max natürlich auch schon oft angesprochen hat, die Konstruktion eines Wir und gleichzeitig die Konstruktion eines anderen gegenüber. Und in Brasilien gab es da bereits zahlreiche Versuche, die unter verschiedensten Slogans standen. Und davon habe ich euch einige in einer natürlich zwangsläufig unverständigen Übersicht aufgelistet. Und eines der bisher wirkmächtigsten Konzepte ist das der sogenannten Rassendemokratie, das von Gilberto Freire, einem brasilianischen Schriftsteller, popularisiert wurde. Und zwar ist er vereinfacht gesagt der Auffassung, dass es in Brasilien keine Rassenkonflikte und keinen Rassismus gäbe. Also es war in den 1930er Jahren. Und jeder ihren festen Platz in der Gesellschaft habe. Also dass es so eine feste Struktur gibt und es aber keine Diskriminierung gäbe innerhalb dieser Struktur. Und das Konzept konnte so wirkmächtig werden oder auch so überzeugen, dass im Gegensatz zu USA und auch zu den aufkommenden faschistischen Regimen in Europa in Brasilien tatsächlich keine gesetzlich verankerte, auf Rassen basierte Diskriminierung gab. Natürlich gab es in Brasilien, in einem Land, wo die Mehrheit der Bevölkerung schwarz ist und wo es auch eine sehr, sehr lange Geschichte der Sklaverei gab. Brasilien war das letzte Land, das die Sklaverei verboten hat in der westlichen Hemisphäre. Und natürlich gibt es auch da massiven strukturellen und individuellen Rassismus bis heute. Und dies wird aber bis heute auch noch von vielen geleugnet. Und dieses Konzept der Rassendemokratie ist sozusagen eine ideologische Grundlage dafür. Genau, diesen weit verbreiteten Glauben an ein von Rassismus freies Brasilien nutzt auch Bolsonaro, wie ich später noch zeigen werde. Fast zeitgleich ist auch in den 30ern das Konzept von Gott, Familie und Vaterland aufgekommen. Und zwar wurde das von der brasilianischen Bewegung des Integralismus vertreten. Integralismus ist relativ wenig bekannt. Es ist eine Ausformung des Faschismus in Brasilien, die damals relativ populär war. Auch sehr kurz davor stand, die Macht zu übernehmen in den 30ern. Genau, sehr gewalttätig. Und ideologisch sehr stark dem italienischen Faschismus nahestand. Und gleichzeitig, das Spannende an dieser faschistischen Bewegung war auch, dass da auch wieder ein Konzept, ähnlich wie im Konzept der Rassendemokratie reinkam, dass sie eine Herrschaft ohne Ansicht von Rassen haben wollten. Also es ging
Es ging nicht um eine Vorherrschaft der weißen Rasse. Also ich benutze den Begriff Rasse jetzt vielleicht auch nochmal, um das zu erklären, obwohl sonst viel natürlich Ethnie benutzt wird, weil es im brasilianischen Kontext einfach wichtig ist, glaube ich, das zu benutzen. Und genau, das ist auch eher eine deutsche Spezialität ist, dass es eben nicht mehr benutzt wird. Und es ist, glaube ich, wichtig, das zu benennen, weil es sozusagen in der Zeit wirklich um Konzepte von Rasse ging. Das ist natürlich als soziales Konstrukt. Genau, und das war eben diese spezielle Ausformung des Faschismus in Brasilien, dass der Faschismus auch davon ausging, okay, bei uns gibt es keine rassistische Diskriminierung und wir streben es auch nicht an, jedenfalls nicht explizit. Implizit ist natürlich noch eine andere Sache. Auch hier kann man in der Rhetorik und Schwerpunktsetzungen unter Bolsonaro einige Anleihen finden. Der dritte Slogan, Lieb es oder verlass es, ist ein Slogan der Militärdiktatur. Die ist vor allem bekannt für ihre besonders brutalen Foltermethoden gegen ihre politischen Gegner. Und auch dieses Motto hat Bolsonaro sich, wie ihr gleich noch sehen werdet, zu eigen gemacht. Brasilien, ein Land für alle, das fällt hier ein bisschen aus der Reihe. Und es war ein positiver Gegenentwurf von Lula, den vielleicht einige von euch noch kennen werden, dem prominentesten Vertreter der brasilianischen Mitte-Links ausgerichteten Arbeiterpartei. Und der war von 2003 bis 2010 Präsident und war damals sehr beliebt, war auch zu einiger Zeit der sogenannte beliebteste Politiker der Welt. Und der hatte damals massive Sozialprogramme aufgesetzt und Quoten zum Beispiel in staatlichen Einrichtungen eingerichtet, wie in Universitäten, um vor allem den ärmsten Bevölkerungsgruppen mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Und von Lula grenzt sich Bolsonaro explizit ab und wirft ihm vor, den Minderheiten im Land ungerechtfertigte Privilegien besorgt zu haben, um sich deren Unterstützung zu sichern und durch Korruption selbst zu bereichern. Und um jetzt Bolsonaros Konzept, das Brasilien über alles, Gott über allen, noch besser einordnen zu können, möchte ich euch noch einige ausgewählte Themensetzungen des Wahlkampfs anschauen. Das ist nur eine kleine Übersicht, also es ist natürlich wie immer viele verschiedene Themen. Zentrales Thema war die schon erwähnte Krise in Brasilien, die sowohl in Politik und Wirtschaft sehr zu spüren war, als auch durch eine sehr starke Polarisierung der Gesellschaft, wie wir das vielleicht auch eben vielleicht anlehnend an Max auch schon gehört haben. Und die wurde in der Zeit immer deutlicher. Und einige der Hauptthemen des Wahlkampfs waren da ein wenige Jahre zuvor aufgedeckter Korruptionsskandal, grassierende Gewalt in der Gesellschaft und die anhaltende wirtschaftliche Rezession. Fortan ging es im Wahlkampf vor allem darum, die Ursachen dieser Krise zu erklären und den Großteil der Bevölkerung unter einem Banner zu versammeln. Und dazu bediente sich Bolsonaro mehrerer Strategien, die ich hier auch schon mal aufgelistet habe, die ich im Folgenden kurz vorstellen und kontextualisieren möchte. Also geht es auch wieder um die Konstruktion eines Wir und die Konstruktion eines Anderen. Und das waren eben diese Strategien, diese Narrative, die er benutzt hat. Beginnen möchte ich mit einem kurzen Blick auf das Thema Migration, das sowohl in Europa als auch in den USA konstant als wichtigster Anker im Diskurs von den sogenannten Rechtspopulisten fungiert. Also wieder der Anschluss an Max' Vortrag. Und Migrantinnen als Schuldige für die unterschiedlichsten Probleme ausmacht. Das Besondere an der Situation in Brasilien und auch unter Bolsonaro ist, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also Migration kam in dem Wahlkampf einfach fast gar nicht vor. Ganz im Gegensatz zu allen anderen Wahlkämpfen jetzt in den USA oder in Europa. Genau, es gab einige Vorfälle auch, aber es wurde einfach nie ausgenutzt. Genau, da können wir vielleicht später in der Diskussion auch nochmal darauf zurückkommen, warum das ist. Ein zentraler Erklärungsansatz, den Bolsonaro hingegen tatsächlich immer wieder verwendet und den es auch in den Diskursen europäischer oder westlicher Rechtspopulisten gibt, ist das Konzept der Ideologie. Das ist bei Bolsonaro besonders auffällig. Genau. Eine der größten Tageszeitungen Brasiliens hat zu Beginn von Bolsonaros Amtszeit eine vergleichende Inhaltsanalyse zu den markantesten Begriffen in den Reden Bolsonaros und bisheriger brasilianischer Präsidentin veröffentlicht. Und da seht ihr eine kleine Übersicht. Also je größer diese Kreise sind, desto häufiger wurde das Wort verwendet. Und je weiter rechts es ist, desto auffälliger sind diese Begriffe. Also es sind Begriffe wie zum Beispiel Gott in der Mitte, das sehr häufig benutzt wurde. Brasilien, das kann man sich denken. Aber rechts sind vier verschiedene Ausformen des Begriffes Ideologie. Aber das hat auch sozusagen das war eine rechtskonservative Zeitung, die diese Untersuchung gemacht hat. Und die fand es auch sozusagen als spannendsten Teil des Diskurses Bolsonaros. Und er wirft eine fehlgeleitete Ideologie seiner Vorgängerregierung vor und sieht sie als hauptverantwortlich für diese Krise. Demgegenüber stellt Bolsonaro seine Regierung und sein Team das angeblich
nicht nach ideologischen Gesichtspunkten ausgewählt wäre, sondern nur nach technischen Aspekten und die, wie er sagt, objektiv am besten qualifizierten Politikerinnen auf seiner Seite hätte. Und im Folgenden möchte ich einige markante Beispiele dafür vorstellen. Ganz zentral, was es auch zum Teil in europäischen rechtspopulistischen Diskursen gibt, ist das Konzept der sogenannten Gender-Ideologie. Gender-Ideologie ist ein Kampfbegriff konservativer, religiöser und rechter Bewegungen, die eine angebliche Dominanz der Gesellschaft durch Feministinnen und LGBTIQ attestiert, die dafür sorgen würden, dass die Familie und moralische Werte langsam zerstört würden. Nur dass vielleicht auch dass ein Bild von einer Demonstration in Sao Paulo gegen den Auftritt von Judith Butler, die davon sehr schockiert war und auch später mehrere Artikel darüber geschrieben hat, über die Polarisierung der brasilianischen Gesellschaft und wie zentral dieses Thema Gender auch ist, was es in den meisten anderen Gesellschaften einfach nicht ist. Und als zentraler Vorwurf war auch, dass Judith Butler Pädophilie verbreitet im Land. Komme ich später noch mal dazu. Dieser Begriff der Gender-Ideologie wurde zuerst durch den Vatikan als Reaktion auf die Einführung von Gender-Mainstreaming in internationaler Politik und auf andere Erfolge der feministischen LGBTIQ-Bewegung geprägt. Der Begriff verbreitete sich sehr schnell unter Konservativen auf der ganzen Welt und in Brasilien und Lateinamerika wurde er vor allem durch christliche Führungsfiguren verbreitet. Und auch wenn dieser Begriff im Vatikan entstanden ist, also haben christliche Führer aus Brasilien in den letzten Jahren sehr, sehr viel für seine globale Verbreitung getan. Vor allem durch Missionen der in Brasilien sehr erfolgreichen evangelikalen Freikirchen. Also die sind in Länder gegangen wie USA, Portugal oder in verschiedene andere Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Und vor diesem Hintergrund der Unterstützung durch christliche Fundamentalistinnen, die sich Bolsonaro sichern wollte, kann man auch diesen zweiten Teil von Bolsonaros Motto Gott über allen verstehen. Und in Brasilien ging es bei dem Kampf gegen Gender-Ideologie konkret um einen Widerstand gegen Erfolge und erhöhte Sichtbarkeit des Feminismus und der LGBTIQ-Bewegung, wie zum Beispiel die Einführung der geschlechtlichen Ehe in 2011, also noch einige Jahre vor der Einführung hier in Deutschland. Und besonders umkämpft ist dabei ähnlich wie in Europa die Schulbildung und eine angebliche Frühsexualisierung der Kinder durch sexuelle Aufklärung. Ein besonders absurdes, aber sehr anschauliches Beispiel aus dem Wahlkampf ist diese sehr einflussreiche Falschmeldung, die Bolsonaro-Unterstützerinnen über WhatsApp und Facebook verbreitet haben. Und zwar habe die Arbeiterpartei, also sozusagen der Gegner Bolsonaros, angeblich diese Nuckelflaschen, das kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, mit einem Penis als Mundstück an Mutter und Kleinkinder verteilt, um deren Frühsexualisierung voranzutreiben. Also das ist so ein Gag-Produkt, was angeblich dann eben von der Linken verteilt wurde. Und damit verbunden ist auch immer wieder dieser Vorwurf, den ich eben schon erwähnt habe, der Pädophilie, die angeblich durch Feministinnen wie zum Beispiel Judith Butler verbreitet werden würde. Und das wurde allein auf Facebook über 100.000 Mal geteilt und noch viel, viel öfter auf WhatsApp. Also man sieht schon, dass es solche Nachrichten ja einen sehr großen Einfluss haben einfach. Und diese Fokussierung auf religiöse und angeblich traditionelle brasilianische Moral- und Familienkonzepte, die knüpft dabei auch an dieses Motto der brasilianischen Faschisten, was ich vorhin schon erwähnt habe, für Gott, Familie und Vaterland. Eine weitere Ebene, auf der Bolsonaro seinen GegnerInnen Ideologie verwirft, findet sich dann dabei bei seinen Angriffen auf den angeblichen Sozialismus oder Kommunismus seiner GegnerInnen. Dabei steigert er sich in Verschwörungstheorien hinein, nach denen eine sozialistische Elite Anfang der 90er einen Plan entworfen haben soll, um sich Privilegien zu sichern, bestimmte Minderheiten zu bereichern und die Mehrheit der Bevölkerung Südamerikas in Armut und Chaos zu stürzen. Auch hier ist die Schulbildung ein Ziel von Bolsonaros Kritik, denn diese würde die Kinder in Brasilien nicht nur, sozusagen nicht nur früh sexualisieren, sondern auch zu marxistischen Aktivistinnen erziehen. Und der Kampf gegen den Sozialismus, der war auch bei den brasilianischen Faschistinnen in den 30ern und bei der Militärdiktatur in den 60ern ein Thema. Und eben für Bolsonaro auch zentral in seinem Wahlkampf. Und bei seiner Amtsanführung ist er beispielsweise zu sehen, wie er die brasilianische Fahne schwenkt und dabei verkündet, dies ist unsere Flagge und sie wird niemals rot sein. Sie wird nur dann rot sein, wenn wir unser Blut lassen müssen, um ihre Farben zu bewahren. Also eine sehr martialische Ausdrucksweise auch. Es geht wirklich, Max hat es vorhin erwähnt, es gibt die, so eine Differenzierung zwischen agonistischer und antagonistischer
Diskurse und das ist ein sehr stark antagonistischer Diskurs. Das heißt, man muss den Feind zerstören. Es geht nicht darum, sozusagen das bessere Argument zu haben, sondern es geht um die Zerstörung des Feindes. Zudem ist für Bolsonaro der Sozialismus stark mit seinem politischen Gegner der Arbeiterpartei verknüpft, die ich schon einige Mal erwähnt habe. Und diese würde sich angeblich mit sozialistischen Diktaturen verbünden und zu verschiedenen Gelegenheiten verkündet er entweder deren Mitglieder abzuknallen, sie aus dem Land oder ins Gefängnis zu werfen. Und dieser starke Fokus auf einen Kampf gegen den Sozialismus ist zumindest momentan noch eher eine sehr spezifische Ausprägung, auch der extremen Rechten in Brasilien. Es gibt zum Teil die Tendenz, dass sie auch in anderen Gesellschaften das mehr auf diesen Konflikt fokussiert wird, wie beispielsweise Trumps Reaktionen auf die Popularität sozialistischer Politiker in den USA oder auch Boris Johnsons Warnung vor einer Regierung von Jeremy Corbyn in Großbritannien. Aber da wäre vielleicht wieder sozusagen die Frage, ob da diese Cleavage Arbeit-Kapital zurückkehrt in dem Diskurs. Und als Gegenpunkt setzt Bolsonaro einen angeblich wertneutralen Ultraliberalismus, der dem Sozialismus durch seine Leistungsorientierung moralisch überlegen sei und der sich durch einen minimalistischen Staat, Privatisierung und eine ökonomische Erschließung aller Lebensbereiche und geografischen Regionen auszeichnet. Also da ging es auch oft um den Amazonas und die Erschließung des Amazonas und Umweltauflagen, die er auch als Ideologie, als sozialistische Ideologie sieht. Ideologie wirft er auch denjenigen vor, die sich für eine Quotenregelung für die Angehörigen unterer sozialer Schichten einsetzten oder sexueller Minderheiten oder der afro-brasilianischen Bevölkerung. Auch für die Leute, die eben mehr Rechte oder Schutzgebiete für Indigene fordern. Und diese Forderung sieht er als unverdiente und ideologische Privilegien an, die einer Leistungsgesellschaft im Weg stehen würden. Und vor allem die Quoten, die von der Vorgängerregierung der Arbeiterpartei eingeführt wurden, haben für sehr, sehr viel Unmut bei der Oberschicht und bei der Mittelschicht gesorgt oder der oberen Mittelschicht, da danach viele soziale Räume, die vorher für bestimmte Klassen praktisch reserviert waren, wie zum Beispiel die Universität, wie man das hier sieht, die mussten dann eben mit zuvor marginalisierten Gruppen geteilt werden. Und auf einer Wahlkampfveranstaltung verkündete Bolsonaro, dass sich diese Minderheiten zukünftig wieder der Mehrheit beugen müssten, sonst würde er sie verschwinden lassen. Das waren seine Worte. Und diese angeblich anti-ideologische Einstellung wird verdeutlicht auch durch Bolsonaros Slogan, Brasilien über alles, also den ersten Teil davon. In vielen seiner Videos verknüpft er das explizit mit der Forderung, dass ein Brasilien ohne Rassen- und Geschlechtertrennung herzustellen sei. Dabei sind nach seiner Interpretation diejenigen, die Quoten fordern oder die Rassismus und Sexismus kritisieren, auch diejenigen, die die Bevölkerung spalten. Sozusagen er will sie zusammenbringen, aber wenn Rassismus und Sexismus kritisiert wird, dann bringt das Brasilien nur auseinander. Und das knüpft an den eingangs erwähnten auch Mythos des Brasilien ohne Rassismus an. Und die Aktivistinnen sind laut Bolsonaro daher die inneren Feinde. Auch vielleicht wieder im Gegensatz zu den Migrantinnen, die als äußerer Feind in Europa und USA gesehen werden und die von dort aus die Gesellschaft spalten würden. Ein weiterer Aspekt des sogenannten Bolsonarismus ist der militärische Autoritarismus. Bolsonaro hat mehrmals betont, dass sich Gewalt nur mit Gewalt bekämpfen lasse. Er plädiert unter anderem für eine Straffreiheit für Polizisten und Militärs, die töten dürfen sollten, ohne danach von, wie er sagt, politisch korrekten Menschenrechtlerinnen angeklagt zu werden. Zudem hat Bolsonaro in seinem ersten Kabinett so viele Ex-Militäroffiziere berufen, wie es noch nicht einmal in Zeiten der Militärdiktatur gab. Also schon eine sehr starke Militarisierung der ganzen Gesellschaft. Auch ein Abbau von öffentlichen Schulen strebt er an und dafür eine Einrichtung von immer mehr Militärakademien. Gleichzeitig verteidigt er auch die damalige Diktatur, die von 64 bis 85 an der Macht war, für ihre Foltermethoden und kritisiert lediglich, dass sie statt zu foltern mehr Menschen hätte umbringen sollen. Und da bezieht er sich dann positiv auf die argentinische Diktatur, die ca. 30.000 ihrer politischen Gegnerin ermordet hat. Auch auf symbolischer Ebene unterstützt Bolsonaro die fortschreitende Militarisierung der brasilianischen Gesellschaft, indem er zum Beispiel, dass sein Markenzeichen geworden ist, seine zu einer Pistole geformten Hände. Es gibt auch ein bekanntes Bild, wo er einem kleinen Mädchen die Hände so formt, dass sie eben zu einer Pistole, dass sie aussehen wie eine Pistole. Er setzt sich natürlich auch sehr stark dafür ein, dass Waffen leichter verfügbar sind in den USA, in Brasilien. Genau, und das ist sozusagen auf dieser symbolischen Ebene funktioniert das auch da. Und hier erfüllt Bolsonaro nach Meinung des Historikers und Faschismusforschers Frederico Finkelstein auch eines der Grundmerkmale des Faschismus.
der Gewalt als einen Wert an sich ansieht und Gesellschaft, um Nationen zu formen. Und auch seine Aussagen zu Vertreibungen und Eliminierungen politischer Gegner unterstützen diese These. Und deswegen bezeichnet Finkelstein ihn eben nicht als einen Rechtspopulisten, sondern als einen Quasi-Faschisten, der auch einen faschistischen Wahlkampf geführt habe. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es diese Differenzierung da nicht aus der Acht gelassen werden. Und gerade wenn man ihn als Trump der Tropen bezeichnet, geht da vielleicht auch immer etwas verloren und auch im Kontext von Bolsonaro ist auch eine gewisse Verharmlosung damit, die damit einhergeht. Obwohl Trump natürlich auch schlimm genug ist, keine Frage. Ich hoffe, also ein treffenderer Vergleich vielleicht wäre, ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt, aber Rodrigo Duterte aus den Philippinen, der auch schon seit einiger Zeit an der Macht ist und der seit Jahren einen blutigen Kampf gegen Verbrechen und Drogenhandel führt und dem schon auch schon zehntausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Und der sagt auch, er lasse sich nichts von ideologischen Menschenrechtlerinnen vorschreiben. Und auch ein extremer Personenkult um Bolsonaro spricht eigentlich dafür, dass man Bolsonaro in vieler Hinsicht in eine faschistische Kategorie einordnen könnte. Genau. Ich hoffe, meine Präsentation hat ein bisschen deutlich gemacht, dass Bolsonaro nicht einfach nur der Trump der Tropen ist, obwohl sich natürlich einige Themen mit den Diskursen in den USA und westlichen Ländern überschneiden. Unterliegt dieses Phänomen von Bolsonaro wirklich sehr spezifischen Bedingungen. Und er bedient sich da sowohl bei historischen Konzepten und Mythen des Nation-Buildings aus Brasilien und Lateinamerika. Und er bedient sich auch an aktuellen Konzepten der globalen Rechten und des christlichen Fundamentalismus. Und dabei definiert er seine Regierung als eine Regierung für die Mehrheit der Brasilianerinnen, die sich gegen ungerechtfertigte Privilegien der Minderheiten wendet. Und die Mehrheit, was interessant ist vielleicht auch noch, während Bolsonaro gewählt, sind vor allem die Ober- und Mittelschichten, die gut ausgebildeten Leute, vor allem in Städten. Genau. Diese Minderheiten müssten sich eben fortan dieser Mehrheit beugen, was vor allem durch Waffengewalt erreicht werde. Da sind verschiedene prominente linke Politikerinnen schon seit Beginn seiner Kandidatur entweder erschossen, zu Gefängnisstrafen verurteilt worden oder aufgrund von massiven Drogen ins Ausland geflüchtet. Betroffen von den ideologischen Grenzziehungen und ausgeschlossen von Bolsonaros Konstrukt der brasilianischen Nation sind dabei Feministinnen, LGBTIQ, Sozialistinnen und Linke, AfrobrasilianerInnen, Indigene, Umweltschützerinnen und auch die Bewohnerinnen der ärmsten Regionen des Landes. Also auch die ärmste Region der Nordosten Brasiliens, die sehr, sehr stark auch unter einer Verarmung gelitten hat und die sehr stark von Lula und den Reformen profitiert hat, war die einzige Region, die gegen Bolsonaro gewählt hat. Die Reichen und die Zentren Brasiliens haben praktisch mit großer Mehrheit für Bolsonaro gestimmt. Und das trifft eben besonders auf diejenigen zu, die sich mehreren dieser Kategorien zugehörig fühlen, wie zum Beispiel Marielle Franco. Das ist eine bisexuelle, sozialistische, linke Politikerin, Afro-Brasilianerin, die Anfang 2018 von zwei Ex-Polizistinnen erschossen wurde. Nur vielleicht auch als sozusagen den noch im Ganzen, das nochmal zu illustrieren. Es wurden dann eben auch Schuldige gefunden und es gibt auch Verbindungen zwischen Bolsonaro, seiner Familie, die auch alle mit an der Regierung beteiligt sind, also der hat seine Söhne alle in dieser Regierung. Und da gibt es eben Verbindungen auch zu den MörderInnen von Marielle Franco. Und die Marginalisierung dieser Menschen wird zugunsten einer wirtschaftlichen, religiösen und politischen Elite immer weiter vorangetrieben. Ja, das von meiner Seite. Danke.